auf jeden Fall ist es eine Herausforderung gewesen und einfach nur schön. Ich bin fasziniert. Ja, war geil. Macht das auf jeden Fall auch. Es tut weh und ihr werdet zwar fluchen auf dem Weg, aber wenn ihr durchs Ziel lauft, es ist das beste Gefühl überhaupt. Was zieht Wanderfreunde aus ganz Deutschland nach Berlin? Richtig, die 5. Auflage des Megamarsches, ausgetragen auf dem Gelände des SC Siemensstadt. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall, dass wir den SC Siemensstadt als sehr, sehr großen Sportclub hier in Berlin oder als den größten Sportclub in Berlin als Partner haben. Ist jetzt schon eine mehrjährige Partnerschaft. Wie auch im letzten Jahr ist der Start- und Endpunkt das Sportzentrum Siemensstadt. Von hier aus führt die Route die Teilnehmer durch das grüne Berlin, über Frohnau, Hennigsdorf und Niederneuendorf. Und das alles in lockerer Umgebung. Denn beim Megamarsch geht es weniger um Geschwindigkeit als um das gemeinsame Lauferlebnis. Es gibt hier nicht Erster oder Letzter, es geht einfach nur dahingehend, in einer bestimmten Zeit das Ziel zu schaffen. Das war das Ziel, was ich hatte und ich wollte Spaß und das habe ich hier heute gehabt. Die Challenge? 50 Kilometer in 12 Stunden. Doch nicht nur diese Strecke erfreut sich großer Beliebtheit bei allen Teilnehmenden. Auch die 24-stündigen 100 Kilometer Langläufe ziehen Leute aus ganz Deutschland an. Ja, dadurch, dass Megamarsch einfach wirklich komplett deutschlandweit und nächstes Jahr auch wieder in Österreich Station macht, fahren wir halt wirklich von Bayern aus durch die ganze Republik. Genau. Wir haben gesagt, eigentlich haben wir überlegt, ob wir uns tatsächlich den 100er antun. Jetzt haben wir den 50er gemacht und haben gesagt, nee, 100er auf gar keinen Fall. Aber einen 50er wieder. Machen wir nochmal. Nächstes Jahr. Wer beim nächsten Berliner Megamarsch dabei sein möchte, muss sich noch ein Jahr gedulden, aber hat die Möglichkeit, in anderen Teilen der Republik aktiv zu werden. Genau, unser nächster Megamarsch über dann aber 100 Kilometer in 24 Stunden ist in Stuttgart am 10.9. und 11.9. Danach geht es nochmal nach Köln, auch mit 100 Kilometern. Und wer da nochmal Lust auf 50 Kilometer hat, der kann dieses Jahr noch nach Freiburg kommen. Wir von Hauptstadtsport TV sind dann 2023 zurück, wenn der SC Siemensstadt wieder Wanderfreunde aus ganz Deutschland zu Besuch hat.